Damit unser Netzwerk sauber funktioniert, benötigen wir einen gut eingerichteten Domain Name Services, das Namenssystem, welches dem gesamten Internet bereitsteht, was im gesamten Internet verwendet wird, ob Sie Handy benutzen, PC benutzen, Linux, Windows, macOS, spielt alles gar keine Rolle. Wir haben die Notwendigkeit, dass der Name, den wir hier versuchen aufzulösen, in eine entsprechende IP-Adresse umgewandelt wird, damit das Ziel erreicht werden kann. Wenn dieser Domain Name Services nicht sauber funktioniert, dann haben wir natürlich später mit unserem Proxy oder anderen Diensten, die wir ja in unserem Netzwerk bereitstellen wollen, ganz große Probleme. Hierfür benötigen wir folgende Pakete. Erstes Paket ist der Namensserver, das Produkt für den Namensserver, welches wir ganz komfortabel, wie gehabt, über YAST installieren können. Und zwar ist das Bind. Bind ist die Namens-, die Domain Name Services Variante, die wir auf jedem Unix-System und auf fast allen Unix-Systemen wiederfinden. Unter Microsoft Windows heißt das tatsächlich auch Windows Domain Name Services, nicht zu verwechseln mit Windows Internet Name Services, das war was ganz anderes. Und wenn wir hier den Bind installieren, dann macht es auch durchaus Sinn, dass wir alle diese Produkte nachinstallieren, inklusive YAST und das entsprechende DNS-System für das entsprechende YAST-Modul, sodass wir dann in der Lage wären, den Domain Name Services, den Namensserver, auch wiederum über die Oberfläche vom YAST zu konfigurieren. Wichtig dabei sind folgende Einstellungen. Erste Einstellung, die hierarchische Zusammenstellung, wo finde ich was logisch? Ne? Ich finde auf meinem Server ja nicht alles. Aber ich muss jemanden wissen und jemanden kennen, der mehr weiß als ich. Also quasi, ne, wie so eine Treppe, die nach oben zeigt. Das, was du nicht bei mir findest, such bitte woanders. Und hier haben sich diese IP-Adressen sehr gut bewährt. 111 ist ein öffentlicher Dienst, genauso wie die beiden anderen IP-Adressen, vielmehr die 8.2.8.2.4. Das hier sind Google öffentliche Domain Name Services. Und die kann man durchaus da eintragen. Einer würde reichen, aber in der heutigen Zeit macht es durchaus Sinn, wenigstens zwei einzutragen oder wie bei mir die drei. Das war nur der eine Schritt. Der zweite Schritt ist der, wir brauchen eine lokale Zone. Die habe ich hier mal localDomain.intra genannt und diese localDomain.intra besitzt nun einen Eintrag, das ist dieser Eintrag, habe ich hinzugefügt, das ist dieser Computer, an dem wir uns gerade befinden und die Einträge sehen dann letztendlich so aus, ich bin der Proxy vom Typ Adresse, mit meiner IP. So sieht der Eintrag hier oben aus. Und ja, ne, ich habe für diesen Computer vorgesehen einen zweiten Namen, den wir später brauchen. Aber wenn wir hier schon sind, dann macht es Sinn, diesen so einzutragen. Das ist der erste Schritt, nämlich der Schritt auf unserem Proxy-Server. Ich erinnere nochmal daran, also hier, wo das SQL läuft, wo die Firewall hochgefahren ist,
wo die Protokollierung stattfindet. Der zweite Schritt, zu dem bewegen wir uns, das ist unser Desktop-System. Und dieses Desktop-System müssen wir natürlich sagen, genauso wie vorhin auf dem Server, wo denn was gefunden wird. Auch hier können wir auf dem Desktop unsere Konfigurationsumgebung verwenden. Hier allerdings die Netzwerkeinstellungen, die wir gerne beeinflussen möchten. Denn hier teilen wir der Netzwerkkarte mit, wie sie sich denn zu verhalten hat, wenn sie etwas sucht. Und zwar geschieht das hier oben im Hostname. Das ist unsere Netzwerkkarte, befindet sich nur eine. Das ist unser Hostname. Und der möchte jetzt aber als erstes den Namensserver verwenden, Proxy. Und wenn er diesen Proxy nicht findet, dann möge er bitte über das Standard Gateway, über den Standard Ausgang, den es da so gibt, entsprechende Routing einsetzen. Und dieses Routing haben wir ihm hier eingetragen. Das ist also sein Ausgang ins Internet über diese Adresse. Ganz wichtig, ne? Die IPv4-Weiterleitung gilt es zu aktivieren. Wenn das geschehen ist, dann können wir mal probieren, von unserem Desktop-Rechner, ob der Namensauflösung funktioniert. Die funktioniert also. Ja, wir können natürlich auch versuchen, unseren Proxy anzupingen. Das ist nicht möglich, ne, weil wir auch mit dem Full Qualified Domain Name, so nennt man das gesamte System, Local Domain .intra, das ist nicht bekannt, weil eine echte DNS-Datei für unsere Domäne gibt es noch nicht, die diese Dinge berücksichtigen wird. Wichtig ist, wir kommen ins Internet und wichtig ist zusätzlich, dass unsere entsprechenden Proxy-Systeme funktionieren. Und wir können ja mal testen. Das klappt ganz gut. Auch die Performance ist sehr zufriedenstellend.